Wie sieht es eigentlich jetzt mit den Spenden bei einem Verein aus? Ich meine, die spielen ja auch eine wesentliche Rolle und tauchen immer wieder in der Buchhaltung auf. Gibt es da wieder einige Dinge, die man vielleicht berücksichtigen muss? Ja, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, definieren wir vielleicht einfach mal, was eine steuerbegünstigte Spende ist. Hier gibt es das maßgebende Kriterium der Freiwilligkeit. Das heißt, eine Spende muss vom Spender freiwillig geleistet werden und er darf nicht dazu gezwungen werden, diese Zahlung zu leisten. Ich habe dir auch mal ein Schaubild mitgebracht, wie man so eine steuerbegünstigte Spende erkennen kann. Denn du siehst schon, als weiteren Prüfschritt muss die steuerbegünstigte Spende auch für den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bereich verwendet werden, also sprich im ideellen Bereich oder im Zweckbetrieb. Ja, man kann also auch sagen, die Spende muss dem Spender tatsächlich im Geldbeutel wehtun. Er muss also wirtschaftlich belastet sein. Und der Spender darf auch keine Gegenleistung erwarten, wie zum Beispiel den Eintritt zu einer Veranstaltung. Liegen diese Voraussetzungen jetzt vor, dann haben wir eine steuerbegünstigte Spende und auch erst dann darf der Verein eine Spendenbescheinigung ausfüllen. Genau, und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich der Spendenbescheinigung. Auch hier gibt es, ähnlich wie bei der Satzung, strikte Vorgaben von der Finanzverwaltung, und zwar vom Bundesministerium der Finanzen, das die verschiedenen Spendenbescheinigungen zur Verfügung stellt. Das heißt, hier wird einem als Verein schon ein Muster gegeben. Damit es nicht so einfach ist, es gibt ja unterschiedlichste Arten an Spenden. Das heißt, wir haben Geldspenden als Beispiel oder auch Sachspenden. Und hier muss immer die passende Bescheinigung rausgesucht werden. Letzten Endes muss dann dieser Vordruck nur ausgefüllt werden. Er darf aber nicht vom Verein verändert werden. Das heißt, man darf maximal noch das Logo hinzufügen. Ja, und beim Ausfüllen gilt es, die Lücken auszufüllen, ähnlich wie bei der Satzung. Das heißt, ich muss die Daten des Spenders eintragen, das Datum und den Betrag der Spende und muss auch die gemeinnützigkeitsrechtlichen Besonderheiten des Vereins hinterlegen. Also sprich, welchen Zweck er fördert und wann das Finanzamt ihm das zuletzt mit dem sogenannten Freistellungsbescheid bescheinigt hat. Ja, ganz unten gibt es dann die Unterschrift des Vereins, also meistens des Vorstands. Auch wenn wir uns im digitalen Zeitalter befinden, dann muss diese Spendenbescheinigung trotzdem noch von Hand unterschrieben werden. Nur wenn ich im Vorhinein das Ganze mit dem Finanzamt abgestimmt habe und auch deren Zustimmung bekomme, darf die Unterschrift elektronisch erfolgen. Ja, und wenn ich dann alles habe, dann habe ich eine fertige Spendenbescheinigung, die dem Spender die Möglichkeit gibt, im Rahmen seiner privaten Steuererklärung die gezahlte Spende steuermindernd abzusetzen. Okay, das klingt jetzt nach echt viel Aufwand, aber auch da hat sich der Gesetzgeber was einfallen lassen, denn Spenden bis zu einem Betrag von 300 € können eben vereinfacht nachgewiesen werden. Denn da reicht es, wenn der Spender mit der Kopie des Kontoauszugs eben die Spende nachweist und so bekommt er den Sonderausgabenabzug, ohne tatsächlich eine Spendenbescheinigung vorliegen zu haben. Das erleichtert eben sehr viel für den Verein, auch an Arbeit. Ganz genau, das ist tatsächlich so. Aber wir wissen aus unserer Praxis heraus, dass trotzdem viele Vereine eine Spendenbescheinigung auch bei geringeren Beträgen ausstellen. Weil oftmals wissen die Spender gar nichts von diesem Verwendungsnachweis, also von dieser Vereinfachung. Ja, und damit fragen sie beim Verein zurück, wann kriege ich denn eine Spendenbescheinigung? Um das zu umgehen, stellen viele Vereine einfach bei jedem Betrag eine Spendenbescheinigung aus. Da spricht aber auch überhaupt nichts dagegen.